Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Heute geht es um die neue voraussichtliche Legende in Season 10. Es sind ein paar Leaks zu den Fähigkeiten schon vor einiger Zeit aufgetaucht. Jetzt wird es aber immer konkreter, dass diese Fähigkeiten tatsächlich stimmen. Und auch der Name der Legende Seer, also S-E-E-R, eine männliche Legende soll es sein. Ich habe drei Fähigkeiten, logischerweise die passive, also die Fähigkeiten klingen allesamt sehr interessant, lediglich bei der ultimativen Fähigkeit bin ich mal gespannt, wie der Radius zu sein scheint, denn diese Fähigkeit hat ein riesen Manko. Wir fangen mit der passiven an, nennt sich wohl zu Deutsch Gelassenheitstraining, und zwar ist das dieses Zeichen, sie soll wohl, wenn man auf den Gegner zielt, die Lebensbalken sehen können, diese Legende. Das ist sehr interessant für Callouts. Welchen Gegner greift man vielleicht zuerst an? Welcher lohnt sich zuerst zu downen, weil er vielleicht noch kein Schild hat oder runtergeschossen ist und so weiter. Weitere passive Fähigkeit bzw. weiterer passiver Effekt, dass sie immun gegen Stunning-Effekte sein soll. Das heißt zum Beispiel, wenn du im Wirkungsbereich einer Granate bist, wirst du verlangsamt. Das soll dann nicht passieren. Ob da jetzt auch der gegnerische Beschuss mit zuzählt, von dem man ja auch verlangsamt wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Und sie soll auch immun gegen Rauch sein. Ja, also immun gegen Rauch heißt für mich, du siehst zwar trotzdem nichts durch den Rauch, aber ich gehe mal davon aus, dass der Aim Assist trotzdem aktiv ist. Wir kennen das, wenn wir im Core-Stick Rauch sind oder in dem Rauch von Bangalore, dann ist der Aim-Effekt außer Betrieb, sage ich mal, und man kann nur sehr schwierig rumballern auf den Gegner. Die taktische Fähigkeit ist die Sonar-Granate, hält für 15 Sekunden und im Wirkungsbereich dieser Granate sollen die Gegner aufgedeckt werden. Also kennen wir, wahrscheinlich wird es dann so aussehen, als würde Bloodhound die Gegner scannen oder eben der Scan von der Drohne von Krypto. Noch irgendwas vergessen? Nö, 15 Sekunden ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Ich gehe aber davon aus, dass dann der Wirkungsbereich einfach nicht so groß ist. Lohnt sich wahrscheinlich dann nur, wenn man das in ein Gebäude schmeißt, wo die Gegner nicht so schnell verschwinden können. Und die ultimative Fähigkeit nennt sich zu Deutsch, klingt dämlich, Opferromantik wahrscheinlich, aber auf Englisch Sacrificial Romantic. Das ist dieses Icon, soll wie folgt sein: Ihr aktiviert diese Fähigkeit. Der Riesennachteil dabei ist, wenn ihr die aktiviert, soll es so sein, dass wir uns nicht bewegen können, aber wir erzeugen eine Rauchwolke, die Brandschaden verursacht, wie bei einer Thermitgranate. Und der Schaden geht direkt auf die Lebenspunkte und nicht aufs Schild, was sehr positiv sein kann, wenn der Gegner vielleicht gerade ein volles Schild hat, aber noch keine Zeit hatte, vielleicht sein Leben zu regenerieren. So kann es sein, dass es dir nichts bringt, wenn du erstmal dein Schild hochballerst, anstatt deine Lebenspunkte. Es klingt auf jeden Fall alles sehr interessant, sehr effektiv. Ob das jetzt tatsächlich so kommt, ob das die richtigen Fähigkeiten sind und so weiter, ich zweifle mittlerweile nicht mehr dran, aber wie immer möchte ich nochmal betonen, das sind Leaks, die sind mit Vorsicht zu genießen. In knapp 3,5 Wochen sind wir auf jeden Fall schlauer. Am Dienstag geht auch das nächste Event los, das Thrill Seekers Event. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat, den verlinke ich hier oben mal. Lohnt sich, ist auf jeden Fall ein geiler Trailer. Wir bekommen eine neue Arena-Map. Overflow nennt sich die. Schaut einfach mal vorbei, würde ich mich sehr drüber freuen. Hat euch ansonsten das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Fähigkeiten haltet. Klingt auf jeden Fall sehr geil, wenn es so kommt. Das war es jetzt von mir. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.